Manchmal, da entdecken wir auf Filmfestivals wie hier in Braunschweig echte Filmperlen. Vor 2 Jahren zum Beispiel, da lief das feine marokkanische Kammerspiel Adam. Wir dachten schon, vielleicht gibt es gar keinen Kinostart und dann ärgern wir uns natürlich immer, aber jetzt kommt der Film doch in die Kinos. Das freut uns natürlich, hat zwar einen sehr limitierten Start, also wenn er in einem Kino bei Ihnen in der Nähe läuft, müssen Sie auf jeden Fall rein. Diesen und andere Kinostarts kommen jetzt. Ich suche Arbeit. Danke, ich brauche keine Hilfe. Samia wird hochschwanger durch Casablanca auf der Suche nach Arbeit und Unterkunft. Die verwitwete Abla hat eigentlich ganz andere Sorgen, nimmt sie dann aber doch auf. Nur für ein paar Tage, sagt sie. Aus den Tagen werden Wochen, auch weil Ablas Tochter, die warmherzige und lebensfrohe Samia, schnell in ihr Herz schließt. Das marokkanische Drama Adam ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass es wenig braucht für einen guten Film. Hier sind es nur 3 Menschen und eine Bäckerei mit Wohnung. Und eine ganz liebevoll zärtlich erzählte Geschichte über die Lebensfreude, die trotz aller Härten des Lebens nicht verloren gehen darf. Mach die Musik aus, jetzt sofort. Nein. Ich hab gesagt, mach sie aus. Adam ist ein kleines Juwel, sehr warmherzig, sehr nah bei den beiden Frauen, die beide an sich wachsen und so den Grausamkeiten des patriarchalen Marokko trotzen. So gut das eben gehen kann.